Letzter Punkt, über den wir geredet haben, so viel wir darüber reden konnten, weil ja vieles wieder einmal im Dunkeln ist, das ist die Frage BND oder mögliche BND-Beamte, Agenten im Kosovo. Es ist wieder einmal ein Fall, wo wir sagen, es braucht sofortige, unmittelbare, umfassende Aufklärungen über die Vorgänge, über Vorfälle im Kosovo, über die Verhaftung von drei Deutschen, die möglicherweise oder vermutlich BND-Agenten sind, und zwar ohne Wenn und Aber und ohne Geheimnistuerei, gibt es das Recht auf Information und das Recht auf Transparenz und auf Öffentlichkeit. Das parlamentarische Kontrollgremium muss umgehend informiert werden, aber an diesem Fall wird auch wieder deutlich, dass eine Reform der Geheimdienste in unserem Land überfällig ist. Es braucht eine bessere demokratische Kontrolle und es braucht eine viel, viel bessere und viel deutlichere Transparenz in diesem ganzen Bereich. Leider wurde unser Antrag, der ja genau in diese Richtung gezielt hat, von der Großen Koalition abgelehnt. Wir glauben, dass die Berichtspflicht der Bundesregierung deutlich auszuweiten ist und auch präzisiert werden muss.